Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 151. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages stand Hermine sehr früh auf, weil sie einen verwirrenden Traum gehabt hatte, an den sie sich nicht mehr recht erinnern konnte. Sie sah Fellini eine Weile beim Fressen zu, bevor sie davon selbst Appetit bekam, worüber sie schmunzeln musste, und sich auf den Weg in die große Halle machte. An der Tür zur großen Halle wurde sie aufgehalten, denn sie hörte Severus ihren Namen rufen. Direkt im Türrahmen der großen Flügeltür stehend, wartete sie, bis er sie eingeholt hatte. »Guten Morgen«, grüßte er zunächst höflich, sodass sie den Gruß erwiderte. »Wegen unserem gestrigen, Gesprächs«, er wollte Ausdrücke wie Auseinandersetzung vermeiden. »Ich bin heute früh meine persönlichen Vorräte durchgegangen.« Sie machte ganz große Augen und wartete darauf, was er zu sagen hatte. In diesem Moment kamen Harry und Ginny Hand in Hand in die große Halle, doch anstatt nur verbal zu grüßen, näherte sich Harry ihr und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Darüber ein wenig irritiert, wünschte sie ihm und Ginny einen guten Morgen, bevor sie sich wieder an Severus wandte, der ebenfalls durch Harrys unerwartetes Verhalten ein wenig konfus schien. Er schüttelte fast unmerklich den Kopf, um seine Gedanken zu ordnen. »Was ich sagen wollte, ich habe einige Hydrophyten in meinen Beständen ausmachen können.« Hermine wollte eben ihre Begeisterung kundtun, da betrat Remus die große Halle und auch er ging nicht nur an den beiden vorbei, sondern kam auf sie zu, um ihr, die bereits ihre Augen ganz weit aufgerissen hatte, einen Kuss auf die Wange zu geben. An Severus gerichtet, wünschte er beschwingt nicht nur einen guten, sondern einen wunderschönen guten Morgen. Skeptisch schauten beide Remus hinterher, bevor Severus erneut das Wort an sie richtete und dabei bemerkte, dass sich eine gesunde Röte auf ihren Wangen abgezeichnet hatte. Sie lächelte ihm peinlich berührt zu und schenkte ihm ihre ganze Aufmerksamkeit. »Einige seltene Wasserhyazinthen hatte ich vor Jahren eingelegt. Die sollten mittlerweile ihre Wirkung vervielfacht haben.« Beide hielten inne, nachdem Gordian und Meredith durch die Tür gekommen waren. Der Schüler wollte schon auf Hermine zugehen, da packte Meredith ihn am Arm und flüsterte. »Schlag dir das aus dem Kopf!« Er parierte und ließ sich von seiner Freundin bis zum Frühstückstisch führen. »Hyazinthen also«, wiederholte Hermine mit hochrotem Kopf. Severus wandte seinen Blick von den beiden Schülern ab und blickte ihr in die Augen. »Wasserhyazinthen, richtig. Ich dachte...« »Guten Morgen, Hermine, Severus.« Albus und Minerva waren eingetreten und Hermine ahnte schon, was kommen würde, doch entgegen ihrer Vermutung hielt Albus nur kurz ein Schwätzchen über das milde Wetter und sagte, dass es womöglich im Laufe des Tages noch schneien würde. Das Muster seines farbenfrohen Gewandes, ganz in Weihnachtsfarben, wollte sich in die Netzhaut brennen, so dass Hermine ihm ins Gesicht blickte, nur um auf seinen Kopf keinen Zaubererhut, sondern ein buntes, kegelförmiges Papierhütchen zu erkennen. Albus zeigte zudem auf den riesigen Weihnachtsbaum und teilte Hermine und Severus seine absolute Begeisterung über den Baumschmuck mit. Völlig unerwartet gab der Direktor ihr doch noch einen Kuss auf die Wange, sodass Hermine ihre Fingerspitzen federleicht auf die Stelle legte, die heute bereits so viel Aufmerksamkeit erhalten hatte, und ihn fragend anblickte. Frech lächelnd blickte Albus einmal demonstrativ über ihren Kopf, bevor er Minerva an die Hand nahm und sich zum Lehrertisch aufmachte. Den beiden einen Moment lang hinterher schauend, blickten sich Hermine und Severus mit in Falten gelegter Stirn an, bevor beide nach oben schauten
und dort fanden sie auch den Grund für das vermeintlich seltsame Verhalten der anderen. Ein Mistelzweig hing über Hermines Kopf. Wie abgesprochen weiteten sich ihre Augen gleichermaßen, bevor beide einen Satz in die entgegengesetzte Richtung machten. Einige Schritte voneinander entfernt hatten Severus und Hermine den Weg zum Frühstückstisch eingeschlagen. Die große Halle wirkte sehr festlich geschmückt, denn sie war mit Misteln, Stechpalmen, Lorbeer und bunten Papiergirlanden geschmückt. Die Verlegenheit überspielend begann Hermine das Gespräch erneut, sodass er sich auf dem Weg nach vorn zu ihr gesellte. Was haben Sie mit den Wasserhyazinthen vor? Ich selbst habe nie Verwendung für die Zutaten gefunden, die aus verschiedenen Gewässern stammen, sagte er, ohne sie dabei auch nur ein einziges Mal anzuschauen. Haben Sie extra wegen mir nachgeschaut? Nein, ich wollte mich allgemein davon überzeugen, dass mein Gedächtnis mich nicht trügt, erwiderte er nüchtern. Aufgrund unseres Gesprächs, stellte Hermine als Tatsache dar. Ich wollte lediglich eine Übersicht über meine Vorräte erhalten. Sie haben also nur nachgesehen, weil Sie sowieso nachsehen wollten? Sie irren sich. Ich muss Ende des Jahres ohnehin eine Inventur machen. Belustigt über seine Versuche, die Situation anders zu deuten, sagte sie ehrlich. Ich würde sehr gerne mal einen Trank mit den Hyazinthen brauen. Nun ja, wenn Sie schon so nett bitten. Das Frühstück fiel üppig aus und das Essen machte auch noch weiterhin Spaß, nachdem der Hunger längst vertrieben war. Hermine und Severus hatten nebeneinander Platz genommen und saßen somit Harry und Ginny gegenüber. Remus saß ebenfalls neben Hermine. An Remus gewandt, sagte Hermine mit vorwurfsvoll, jedoch gedämpfter Stimme, damit nicht jeder zuhören konnte. Ihr hättet mir sagen können, dass ich direkt unter einem Mistelzweig stehe. Er erwiderte keck, dass er nicht egoistisch wäre und auch den anderen ihren Spaß lassen wolle. Die meisten unterhielten sich über die bevorstehenden Zeiten bei ihren Familien. Nur Severus wählte gezwungenermaßen ein anderes Thema und sagte zu Hermine, was sie auch interessieren könne, wäre ein eingelegter Wasserpest, den er ebenfalls für ein Projekt zur Verfügung stellen könnte. Unaufgefordert sagte der begeisterte Gordian, der über Eck neben seinem Hauslehrer saß. Die Elodea, sie zählt zu der Familie der Froschbissgewächse. Über diese kleine Störung etwas ungehalten, wandte sich Severus an den Schüler und informierte ihn. Während der Weihnachtsferien werden sie keine Punkte von mir erhalten, nicht einmal als Geschenk. Betreten blickte der Junge auf seinen Teller, bevor er murmelte. Ja, Sir. Alle hatten bereits ihr Frühstück beendet, doch wegen der gemütlichen Stimmung wollte keiner den Tisch verlassen. Albus nutzte die Gelegenheit, um eine gestrenge Miene aufzusetzen, bevor er das Wort an die Anwesenden richtete. Ich hatte heute Nacht eine sehr ernste Unterhaltung mit einem Herrn, sagte er, weswegen am Tisch mit einem Mal Ruhe herrschte. Die Seriosität des Direktors hatte jedem ein mulmiges Gefühl beschert. Selbst Minerva war ganz Ohr, während Harry bereits das Schlimmste erwartete. Ich wurde darüber unterrichtet. Jeder hielt gespannt den Atem an. Dass es zwei Menschen in diesem Schloss gibt, die nicht eine einzige Socke an den Kamin gehängt haben. Severus stöhnte genervt auf und rollte mit den Augen, bevor er zur Kaffeekanne griff, um jedem zu zeigen, dass ihn die Rede des Direktors nicht im geringsten interessierte. Hermine hielt sich unauffällig eine Hand vor den Mund, weil sie grinsen musste, denn sie war eine von den beiden Personen, die keine Socke an den Kamin gehängt hatte. Von der kleinen Unterbrechung durch Severus ließ Albus sich nicht ablenken. Santa Claus hat mir erzählt. Nur kurz hielt Albus inne, denn das klingende Geräusch des Löffels, mit dem Severus seinen leicht gesüßten Kaffee umrührte, schien ein wenig lauter zu sein als normalerweise. Der gute Mann hat mir erzählt, dass er in der Regel für diejenigen, die sich nicht den festlichen Traditionen beugen würden, Ruten erlassen würde. Aber ich konnte ihn besänftigen und sagte zu ihm, sie werden es den beiden sicherlich verzeihen.
Diesmal unterbrach Severus, denn er fragte spöttisch. Sie siezen den Weihnachtsmann? Aber sicher, ich habe einen heiden Respekt vor ihm, erwiderte Albus mit todernster Miene, woraufhin Severus nur den Kopf schütteln konnte. In die Runde blickend, sagte Albus: Ich bin zugegebenermaßen auch ein kleines bisschen neidisch auf ihn, denn sein Bart ist wesentlich länger als meiner. Während Albus mit einer flachen Hand über seinen weißen Bart strich, führte Minerva die ihre vor den Mund und Hermine glaubte zu wissen, dass auch sie ein Grinsen verdecken wollte. Wie dem auch sei, begann Albus. Glücklicherweise konnte ich Santa Claus dazu überreden, die Geschenke für die beiden unter den Weihnachtsbaum hier in der großen Halle abzulegen. Sir, wer sind die beiden? Fragte Gordian den Direktor neugierig. Severus zischelte zurechtweisend. Das geht Sie überhaupt nichts an, Mr. Foster. Gordian betrachtete seinen Hauslehrer einen Moment lang, bevor er sich an den Direktor wandte und fragte: Und wer ist der andere? Sich nicht mehr zurückhalten könnend, begann Pomona plötzlich zu lachen, während Minerva all ihre Kraft dafür aufwandte, ihre Belustigung hinunterzuschlucken, um ihr typisch ernstes Gesicht aufzusetzen. Die Heiterkeit der Kräuterkundelehrerin brachte auch Harry zum Lachen, aber nur, weil sie dabei witzig anzusehen war, denn sie wippte auf ihrem Stuhl auf und ab. Alle anderen versuchten, sich zurückzuhalten. Remus hatte sich die ganze Zeit über auf die Unterlippe gebissen und griff nun verlegen nach einer Tasse Tee, doch als Pomona gerade hörbar nach Luft schnappte, um sich zu beruhigen, da war es um ihn geschehen. Mit seinem ruhigen, brummenden Lachen steckte er Pomona erneut an und er stellte vorsichtshalber gleich wieder seine Tasse ab, bevor ihm noch ein Missgeschick geschehen würde. Als auch noch Meredith schnaufte, sich aber schnell eine Hand über den Mund legte, da hatte Severus genug. Er warf seine Serviette auf den Tisch und stand auf, um schnellen Schrittes die große Halle zu verlassen. Das Lachen am Tisch verstarb auf der Stelle. Pomona schaute ihrem Kollegen hinterher und murmelte etwas in Richtung alter Griesgraben, was Hermine durchaus vernehmen konnte. Man würde nicht so über ihn reden, dachte sie, wenn die anderen etwas mehr über seinen Zustand wissen würden. Mit seiner Vergangenheit, die voller verletzter Erfahrung gewesen war, ertrug er es nicht, wenn man ihn auf den Arm nahm. Dazu auch noch vor Schülern, auch wenn er die Situation persönlicher genommen hatte, als sie gemeint war. Albus lenkte sofort ab und erzählte lustige Geschichten, während die Frühstücksgesellschaft sich langsam auflöste. Mit Remus, Harry und Ginny verließ Hermine die große Halle. Was macht ihr heute? Geht ihr zu Molly und Arthur? Fragte Hermine. Nickend bestätigte Harry: Ja, heute und morgen. Und du, Remus? Wir feiern heute mit Andromeda und Ted. Morgen wird es lustig. Das erste Mal Weihnachten mit den Tonks, Blacks und den Malfoys unter einem Dach. Da bin ich schon gespannt drauf. Ich muss gestehen, ich bin froh, dass Lucius noch in Gewahrsam ist. Erwiderte Remus, einen Arm um Hermines Schultern legend, fragte er: Möchtest du heute mitkommen? Ich bin mir sicher, dass Tonks Eltern nichts dagegen haben würden. Nein, ich bleibe hier. Ich fand Weihnachten in Hogwarts früher immer sehr schön. Mal sehen, wie ich das mit erwachsenen Augen sehen werde. Vergiss nicht, wollte Remus sie erinnern, dass unter dem Baum in der großen Halle Geschenke für dich liegen. Offensichtlich hast du nicht nur vergessen, eine Socke an den Kamin zu hängen, sondern auch einen Weihnachtsbaum bei dir aufzustellen. Er lächelte ihr milde zu. Ich werde nachher schauen, Remus. Versprochen. Nimm Severus mit. Er wird da auch was finden, legte Remus ihr nahe. Den Kopf schüttelnd warf Harry ein. Ich glaube nicht, dass man ihn dazu bekommen wird, seine Geschenke dort abzuholen. Das letzte Mal, als ich ihm ein Geschenk persönlich vorbeibrachte. Harry erinnerte sich an die Flasche Nesselwein, die Severus erst hatte ablehnen wollen. Ach, Hermine, was ich dich fragen wollte. Sie blickte ihn aufmerksam an. Weißt du, ob ein Phönix krank werden kann? Wieso fragst du das? Was hat Fox denn? Sie schien ein wenig besorgt. Du kannst es dir ja mal kurz ansehen, schlug er vor.
Auch Remus wollte sich ein Bild von Forks Zustand machen, sodass Harry die Tür aufhielt und alle einließ. Er ging zu dem scharlachroten Vogel mit seinen goldenen Schwanzfedern hinüber und grüßte ihn mit freundlichen Worten, bevor er eine Hand an seinen Bauch legte, um die Verhärtung wiederzufinden. »Hier«, sagte Harry. Man konnte deutlich sehen, welche Stelle Harry meinte, denn man konnte eine kleine Beule erkennen, so groß wie ein Hühnerei, die er locker mit dem Zeigefinger und Daumen umrahmt präsentierte. »Lass mal fühlen«, sagte Hermine und streckte ihre Hand aus. Doch Forks stieß unerwartet einen zischenden Laut ähnlich einer drohenden Katze aus, bevor er mit seinem Schnabel zustieß. Erschrocken zog sie ihre Hand zurück, doch er hatte sie bereits erwischt. »Forks«, schimpfte Harry ermahnend. Ginny nahm die Hand ihrer Freundin. »Zeig mal«. Jetzt stieß Hermine einen zischenden Laut durch ihre zusammengebissenen Zähne aus, denn der Phönix hatte ihr eine schmerzhafte Wunde zugefügt. »Ach du meine Güte«, sagte Remus. Sie zog bereits ihren Stab, doch ihre Hand zitterte, bevor sie resignierend sagte: »Ich kann das nicht bei mir selbst.« Es war eine Sache, das Blut anderer Menschen zu sehen, doch bei ihrem eigenen wurde ihr etwas mulmig. »Ich bring dich zu Poppy«, sagte Remus, der ihr ein Taschentuch um die Hand wickelte und danach eine Hand auf ihren Rücken legte. Mit schlechtem Gewissen sagte Harry: »Es tut mir leid, Hermine. Entschuldige bitte.« »Du kannst doch nichts dafür«, sagte sie beschwichtigend. »Red einfach mal mit Albus darüber. Der kennt Forks am besten.« Auf dem Weg zu Poppy vermutete Remus laut: »Vielleicht ist Forks ja eine Vogeldame.« »Du meinst eher, sie könnte bald ein Ei legen? Ich weiß ja nicht mal, ob Phönixe ein Geschlecht haben oder sich in irgendeiner Weise fortpflanzen. Und wenn ja, dann braucht es dazu ja wohl in der Regel zwei. Außerdem lag die Beule ein wenig zu weit oben, unterm Brustbein, also eher in der Magengegend. Vielleicht hat er nur irgendwas verschluckt. Er hätte trotzdem nicht gleich auf mich hinhacken müssen.« »Das meint er bestimmt nicht persönlich, Hermine.« Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.